Hallo ihr Lieben, wir sind hier heute in Port Grimaud und das ist so ein bisschen wie ein kleines Venedig. Viel Spaß! Aber halt eleganter. Schon recht groß, ne? Deine ab. Von hier kannst du ein schönes Foto machen. Hier liegen dann schon die etwas größeren Yachten an. Da oben die Möwe. Da hinten kommt ein Bildchen um die Ecke. Vielleicht kannst du das gleich nochmal filmen. Voll schön. Schön. Ja. Da ist die Kirche, die mufft ein bisschen. Die Fenster sind ganz schön. Ansonsten ist die ganz schlicht gehalten. Einfach nur fürs Gebet. Nochmal so Köpfchen. Ja? Ja, hast du mal einen Euro? Hast du mal einen Euro? Jetzt machen wir noch Sport hier. Ist das noch? Ach, Gegenverkehr. Du. Oh, jetzt aber.
Und ob es sich lohnt. Oh ja, es lohnt. Hätten wir direkt machen sollen, hätten wir uns die Gassen sparen können. Spaß. So, also der Aufstieg lohnt sich. Wir haben einen geilen Rundumblick. Wir können sogar hinten Saint-Tropez gucken. Es lohnt sich, auch bei der Mittagssitze. Und 1 Euro pro Person, das ist okay. Dafür, da die hier alles instand halten und schön machen und schön halten. Ja, ist halt klein Venedig, ne? Ist halt wie in Venedig alles ein bisschen was teurer. Aber man sollte es gesehen haben. Ich finde, das ist ein Traum. Sieht schon richtig geil aus. Die Richtung ist Ramatuelle. Da hinten. La Gatre Net und Le Plan de la Tour. Ja, Sabrina wieder, ne? An alle, die Ohrenschmerzen kriegen, das ist nicht meine Stärke. Das Wichtigste vergessen da vorne. Ja, also da hinten das, nochmal geschnitten, da hinten das, das ist Grimaud. So, und hier das ist der Hafen von Grimaud. So, ich versuch's mal. La Grand Frenette und Le Plan de la Tour. So, die sind da oben. Saint-Maxime und Saint-Tropez. So, da ist Saint-Maxime. Ist eh zu windig. Und da ist Saint-Tropez. Sieht schön kutzig aus hier, ne? Das ist schön. Das ganze Ding besteht aus ganz vielen verwinkelten Gassen. Oh, guckt euch mal da hinten das Tor an. Voll schön. Ingo hat einen neuen Freund. Oh, jetzt hat er jemanden entdeckt. Da ist noch ein anderer Hund. Ding, 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 ding. Guck mal, das Schwänzchen. Oh, jetzt so. Ach so, das ist zum Rausmanövrieren. Ja, ja, da ist ja auch hier so ein Kran dran. Genau. Ja. Das ist auch ein cooles Schiff. Cooles Teil.
schon geil, die Teile. Das glitzert, das Wasser, ne? Musst du erst rückwärts fahren und jetzt werdet vorwärts. Jetzt kütet. Die kommen auch gerade von ihrem Tagesausflug heim. Ist aber langsam. Gott, da kommt ja, fährt noch einer raus. Da, das wird jetzt ein bisschen tricky. Der eine rein, der andere raus. Das ist aber so ein Urlaubspassagierschiff, wo Urlauber sich den Hafen vielleicht angeguckt haben. Letzte Tour oder so. Ah ne, guck mal, der dreht jetzt, der dreht jetzt. Sieht ja aus. Boah, ich will da ja nicht für verantwortlich sein, ne, das Ding zu lenken. Ist das krass, guck mal, wie schnell der dreht. Oh. Okay, der macht das ja nicht zum ersten Mal, ne? Boah, das ist ja echt ein großer, ne? Boah. Richtig großes Teil. Riesending, ey. Boah, ist die groß. Stellt ja hier alle Schiffchen in den Schatten, ey. Zack. Ah, die hat ganz schöne Geschwindigkeit, ne? Würde ich mal sagen hier. Ganz schön schnell. Einen guten Captain hat er, einen guten Captain. Steht der echt da oben, der Typ, der Captain? Ist der dort? Ganz da oben? Ja, kann sein. Ah, ja, kann er alles überblicken, ne? In alle Richtungen. Wahnsinn. Oh Gott, da kommt die nächste. Aber die ist halt kleiner, die ist nicht so groß. Ja, die kommen jetzt alle reingefahren in den Hafen. Chasing the beat.
auch so.